Lieben, herzlich willkommen. Letzter Sonntag im Monat, das bedeutet Rache des Sub. Wir sind gespannt, was heute auf uns wartet. Viel Spaß dabei. Ja, nach der letzten Rache kann ich nicht mehr viel schocken. Vor allem laufen wir im Jahr jetzt nochmal zurück. Ja, das schockt eher mich. Das ist eher mein Schockmoment. Das ist also dein Schockmoment. Genau. Wir schauen uns nämlich heute die Neuzugänge aus dem Monat Mai 2019 an. Richtig. Genau. Und da werden wir dann schauen, was wir so gekauft haben oder bekommen haben oder so. Mhm. Und ob diese Bücher denn bereits gelesen sind oder ob sie tatsächlich immer noch ungelesen bei uns stehen. Und wenn diese noch ungelesen sind, kommen sie auf unsere Liste. In Anjas Buch und in mein Buch. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich 4 Monate Zeit bis September 2023, was sich bis jetzt noch unendlich lang anfühlt. Sehr lang anfühlt. Aber es ist meistens sehr kurz. Dann haben wir dann Möglichkeit, sie bis dahin zu lesen oder auszusortieren. Und wenn wir sie nicht lesen oder aussortieren und trotzdem behalten möchten, werden wir einen kleinen Obolus in unser Sparschwein-Bucki werfen. Dazu machen wir immer die Quartalsrache. Die ist nächsten Monat auch wieder fällig. Und da seid ihr dann wieder so ein bisschen up-to-date, was mit den Büchern passiert ist. Genau, das machen wir so im Quartal immer. Ja, genau. Und da schauen wir dann mal da drauf. Ja, und dann machen wir uns gleich die Stöpsel ins Ohr und lassen uns mal überraschen. Genau, wer die Neuzugänge Mai 2019 sich mal in voller Länge erst vorher ansehen möchte, dem verlinke ich das ja auch nie. Es gibt immer mal Leute, die das doch noch vorher sich noch einmal ansehen und dann rätseln. Na, hat die Anja das denn wohl gelesen? Ich überprüfe mein Wissen. Genau. So. Das finde ich total gut. Und deswegen verlinke ich das. Ja. Genau. Und ja, dann suchen wir jetzt mal das Video und stöpseln uns ein. Oh Gott. Wenn man den Thumbnail schon oh sieht. Oh Gott! Was war im Mai 2019? War da Love Letter oder was? Nee, ich glaube, da gab's sie da schon. Ich glaube, da ist sie doch. Ist sie da nicht ausgefallen? Ich meine, Love Letter ist das letzte Mal schon gewesen. Nee. Die gab es da nicht. Okay. Da ist sie ausgefallen und danach kam Corona, dann war keine mehr. Deswegen, ich glaube, in dem Jahr ist sie tatsächlich auch ausgefallen. Also die LRC ist schon mal nicht schon. Deswegen, also das ist. Okay. Ja, ich sage euch kurz, wie der Titel des Neuzugänge-Videos heißt. XXL Neuzugänge im Mai. Oh Gott. 19. Oh Gott. Es sind keine Bücher zu sehen. Nur wir. Weil wir sie nicht mehr tragen konnten. Weil ich mach nur so. Und was mache ich? Du guckst irgendwie so. Ja, du guckst wieder mal so. Ja, ich hab's dir ja gesagt. So. Also ich bräuchte jetzt schon mal so einen Durchschnaufmonat, bin ich ehrlich? Ich nicht, oder was? Ja, ich bin gespannt. Aber wenn du XXL dahin schreibst, oder ich? Aber da steht nämlich nichts von Love Letter und so. Ich glaube, das war die letzte, war das, wo ich auch diese ganzen Bücher, das war die letzte. Okay. 18. Die haben wir durch. Oder war die nicht vorher? Macht. Ja, wir werden es jetzt erfahren. Ach, das springt ja irgendwie so komisch. Es ist alles so komisch. Komm, wir gucken jetzt. Wir kommen ja eh nicht drum rum. Nee, wir kommen nicht drum rum. So, ich muss mal eben gucken. Es fängt nämlich irgendwie mittendrin an, warum auch immer. Oh nein, ich fange schon mit oh nein an. Du fängst schon, weinend an gerade. Und die Anja, das ist ein Stapel, Freunde. So sieht's nämlich aus. Ich weine und Anja sitzt da ganz genüsslich grinsend. So richtig. Wie lang geht das Video? Sag wie lang? 40 Minuten. Um Gottes Willen. 40 Minuten und 1. Oh Gott, dann wird's lang. Oh Gott. Oh Gott, das wäre. Ja, aber es betrifft doch eher mich. Jetzt wissen wir doch schon wieder. Na, ich weiß nicht. Ne, guck mal, was war jetzt? Weil da trugen wir aber schon T-Shirts. Ja, aber das war ja Juni. Ja, ja, war ja Juni. Ja, genau. Juni schon, stimmt. Ja gut, wir starten jetzt. Jetzt starten wir das Video. Die äußeren Umstände sind schuld. Ich bin eskaliert.
Du hast es nicht. Ich bin eskaliert. Ich ist weiß dein es. Video, sag ich gerade. Oh Gott. Ist es dein Video? Sie hat bestimmt eins oder so. Scheiße. Oh Gott. Okay, wir können jetzt schon mal alle. Was? Was? Ach so. Boah, ich dachte gerade schon. Sie dachte schon, sie hätte gar keine 90er. Nee. Wahrscheinlich hat sie eins. Ja, ich moderiere total traurig an. Ich habe total viel bestimmt. Tütend. Tütend? Das ist der Anfang meiner Kiste. Oh mein Gott. Du sagst gerade Tüten oder Kisten. Aber die habe ich doch mal hochgehoben. Tüten oder Kisten? Hast du gerade gesagt, ja. Das Booktuber-Treffen. So, das war Köln, das Booktuber-Treffen. Was noch? War noch mehr. Muttertag. Lidblog. Oh Gott. Mir wird ganz anders. Oh Gott, da war Lidblog-Con. Genau. Ich bin eskaliert. Oh Gott. Blogger, Lidblog, Muttertag. Ich will noch gar nichts sehen. Anja hat gar nichts zu ihrer Zahl gesagt. Nee. Sie sagt überhaupt nichts. Oh, ich weiß schon, welches Buch jetzt kommt. Du weißt auch eins. Ja. Ich weiß das nicht. Doch, ich weiß. Das habe ich auch noch stehen im Regal, weiß ich. Wir waren ja heute in diesem Sozialkaufhaus. Ja. Mhm. Wir waren mit, wir waren. Wir waren im Sozialkaufhaus mit Melanie und Sandra und Christine, Alex, Capus, Leon und Louise. Anja fand es nicht gut. Ja, der hat es nicht gefallen. Ne? Es geht um ein Paar im Krieg oder ja, so. Ja, es geht um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die über die beiden Weltkriege auch gehen. Und es ist nie die richtige Zeit für die zwei. Ah, so. Genau, die begegnen sich immer wieder. Das klingt total gut. Total. Das Problem ist tatsächlich das Ende. Das Ende fandst du nicht gut. Als ob man diesem Mann das Manuskript weggerissen hat und gesagt, du hörst jetzt sofort auf. Jetzt ist hier Schluss, du hörst auf. Das hat mich so wütend gemacht. Ach, du meinst, es ist nicht auserzählt? Nein, quasi. Gar nicht. Ah, okay. Hast du es als Hörbuch gehört? Nee, ich habe es gelesen. Vielleicht höre ich es als Hörbuch. Das ist so. Vielleicht sortiere ich es auch aus. Es ist eh ein gebrauchtes Buch aus dem Sozialkauf aus. Da hätte ich jetzt, glaube ich, auch echt kein Problem, das wegzutun, wenn es nicht gut fand. Also, kenne ich jemanden, der es gut fand? Wer fand es gut von euch? Schreibt es mir bitte drunter. Fand es überhaupt jemand gut? Ja, es gibt viele gute Bewertungen zu dem Buch, aber. Da muss ich mal überlegen. Da muss ich wirklich mal überlegen und in mich gehen. Ja, wirklich. Mach das mal. Und du weißt welches? Welches denn? Das habe ich aber gelesen. Altes Land von Dörte Hansen habe ich gelesen. Tatsächlich. Genau. Das hatte ich mir damals geholt. Und aber du wusstest nicht, dass es das ist, doch, oder? Doch, ich hab da noch eins mitgenommen. Ach so. Ich habe da zwei mitgenommen. Ach so. Genau, das spielt ja auch im alten Land, wo die Apfelbäume blühen. Und es geht um, ja, im Endeffekt so zwei Flüchtlingsgeschichten. Einmal, wo die ältere Dame aus Ostpreußen ankommt und jetzt steht aber ihr Enkeltochter oder so vor ihr und die auch aus der Großstadt flieht. Ich fand das gut, aber ich bin nicht so rangekommen an die Protagonisten. Ich hatte so meine Probleme, reinzukommen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jodie Picoult, die Wahrheit meines Vaters. 3 Euro. Das ist doch schön, Maike. Taschenbuch. Wir sammeln ja die Bücher. Eine Protagonistin, die eigentlich dachte, sie hätte eine gute Kindheit gehabt und eine glückliche Kindheit. Und irgendwann steht aber auf einmal abends die Polizei vor der Tür und konfrontiert sie damit, dass es in ihrer Familie irgendwas Schreckliches gibt. Mhm. Und ja, also kann alles sein. Kann alles sein. Aber gut, und die Picoult ist ja eigentlich immer... Ja, sie schreibt ja schon gut. Ja schon gut. Wir arbeiten das so schnell ab, ne? Es sind 40 Minuten, ich sag's nur. Ja, ich wollte gerade sagen... Ich weiß aber jetzt, was kommt. Oh Gott.
Ich nicht. Da habe ich mir das doch nicht geholt. Du hattest an einem da die ganze Zeit hin und her überlegt. Ja, genau. Das meine ich. Genau, Friedrich Arni, nackter Mann, der brennt, hatte mir der Lukas empfohlen. Und dann war das in diesem Antiquariat und es steht noch ungelesen im Regal. Ja, es soll eine heftige Geschichte sein. Es geht halt um den Protagonisten, der nach Jahren wieder in sein Heimatdorf zurückkommt. Er hat versucht, mit Drogen und irgendwelchen Exzessen diese Erinnerung aus der Kindheit zu verdrängen. Das hat nicht so richtig funktioniert und wird jetzt halt wieder konfrontiert damit. Das hat auch einen Krimi-Preis, meine ich, auch gekriegt. Und der Lukas hat mir das... Krimi-Preis? Ja, irgendwie okay. So ein Krimi-Preis. Ja, ich schreib's auf. Ne? Ich wusste, dass es kommt. Hast du das immer weiß? Ich weiß null, was da jetzt kommt. Doch, ich weiß noch, was da kommt. Ich weiß nicht. Weißt du das dann nicht mehr? Ich hab's verdrängt. Bis an die Grenze von Dave Eggers. Oh, Dave Eggers habe ich auch keine guten Erinnerungen dran. Nee? Ja, was hast du von ihm gelesen? The Circle. The Circle? Das fand ich ja ganz früh, habe ich abgebrochen. Das ist von dem? Das ist von Dave Eggers, ja. Da geht es irgendwie doch um eine Frau, die irgendwie mit ihrem Kind flieht. Kann ja auch Wohnwagen. Gut sein. Kann ja auch gut sein. Mir war es ja so dystopisch, deswegen. Genau, das ist... Es, das hört sich auch gut an, ja, es ist, es geht über eine Mutter, die irgendwie vor den Trümmern ihrer Existenz steht, weil sie musste irgendwie ihre Zahnarztpraxis aufgeben aus Gründen und ein Anruf ihres Ex-Mannes lässt sie dann völlig in Aufruhr geraten. Wahrscheinlich droht er ihr oder irgendwas. Und sie weiß überhaupt nicht mehr weiter und nimmt die Kinder und flieht mit denen quasi im Wohnmobil und flieht mit denen nach Alaska. Ah, okay. Das hört sich aber echt gut an. Ja, vom Klappentext hört sich das auf jeden Fall. Aber ich habe da auch noch nichts. Ich hatte das immer mal in der Hand. Aber gesehen habe ich das aber bei jemandem sonst habe ich es noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Also, ja. Hört sich gut an. Ja, hört sich gut an. Marina. Ja. Von Carlos Ruiz, von Marina. Das haben wir ja gelesen. Das habe ich gelesen tatsächlich. Ich habe sehr viel noch von ihm auf dem Sub. Das kommt mir auch irgendwann. Aber das habe ich tatsächlich gelesen. Das hat mir der Toto auch empfohlen, der dabei war. Und das ist so ein kleines mystisches Büchlein. Genau, es geht um Oskar, der trifft auf dieses Mädchen Marina, das in diesem alten Haus wohnt mit ihrem Vater. Und das ist alles schon ein bisschen merkwürdig. Dann kommt da so eine ältere Dame in Schwarz. Mir hat das gut gefallen. Das war mystisch, kein Highlight-Buch, aber es hat mir gut gefallen. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Gelesen. Ich habe wahrscheinlich kein einziges dieser Bücher gelesen. Du weißt, dass wir uns noch beschenkt haben, ne? Das ja. Oh Gott. Hast du da so viel mitgenommen? Das weiß ich gar nicht mehr, ey. Ja, ich habe da viel mitgenommen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Und dahingehend muss ich sagen, dass sich das wirklich geändert hat. Absolut. Also das hat sich wirklich geändert. Ja, absolut. Ehrlich. Absolut. Das hat sich wirklich geändert. Jetzt würde ich die nicht mehr mitnehmen, die Bücher. Auf keinen Fall. Nee, würdest du auch nicht. Würdest du auch nicht. So ein Scheiß. Das nächste. Mit jedem Jahr von Simon van Boy. Das würde ich mir heute nicht mehr kaufen. Nee. Aber dann kannst du es direkt wegsortieren. Eigentlich. Es geht irgendwie um Jason und der eher so ein Raufbold ist und eher so der Bad Guy. Mhm. Und der Bruder verunglückt und er muss sich jetzt um seine kleine Nichte kümmern. Und das soll halt sehr berührend sein. Und so habe ich bei keinem bis jetzt gesehen. Anja, was haben wir denn da alles gekauft? Und es ist nichts gelesen von dir zwei, aber... Stimmt! Da hat die Frau dich doch... Da war so eine ältere Frau da. Ich hab auch erst gedacht, mach mal kurz Pause. Natürlich. Ich habe auch erst gedacht, was verschlänzte die denn da so um mich rum, weil ich immer wieder dieses Buch in der Hand hatte und dann hat die so ganz trocken und sehr streng gesagt, das müssen Sie lesen, das ist gut. Ich habe mich richtig erschrocken, das weiß ich noch. Genau, und die Sandra, ich meine, entweder hat die das gelesen oder hat das auch in der Hand. Das heißt, ja, wie heißt es denn? Sarah Schmidt? Seht, was ich getan habe. Oh, da steht im Regal noch, ja, ist noch da. Ja, hat alle Aussortieraktionen überlebt. Alle. Bei mir gab es ja noch keine große Aussortieraktion. Es spielt 1892, genau, und da wird ein Familienvater tot aufgefunden und die Spuren führen zur Tochter.
Und das ist halt ein Mordfall, den es wirklich gab, der bis heute noch nicht aufgeklärt worden ist. Ja, deswegen hat es auch bis jetzt alles überstanden. Und es steht noch da. Ja, jetzt, ja, jetzt, ich ein. Jetzt müssen wir es lesen. Jetzt ist es soweit. Jetzt geht nichts mehr. Ja, Regina Scheer, Gott wohnt im Wedding. Wenn ihr unseren Kanal aufmerksam verfolgt, kennt ihr dieses Buch, weil ich es mir doppelt gekauft habe. Einmal in Hardcover und einmal im Taschenbuch. Deswegen hat Anja jetzt ein neues Buch dann bekommen. Und ja, es hört sich mega an. Und ich bin da sehr lange drum rumgeschlichen und habe es sehr lange jetzt auf dem Sub liegen. Seht ihr? Ja, toll. Und ich hatte dann auch vergessen, dass ich es mir schon gekauft habe. Ich habe das Taschenbuch geholt. Ja, ja, das habe ich jetzt. Es geht halt um Wedding selber, um den ärmlichen Stadtteil. Und es geht da irgendwie um so ein Haus, was in der Utrechter Straße steht. Und da sind ganz verschiedene Protagonisten, die in diesem Haus, glaube ich, leben. Und ja, um die geht diese Geschichte halt. Und die haben ganz, ganz verschiedene Leben und ganz verschiedene Backgrounds, Lebenshintergründe, Migrationen irgendwie, also diese, teilweise emigriert und sowas, ja. Und deswegen, deswegen hörte sich das sehr gut an, so Anja hat schon gesehen. Hab ich auch nicht gesehen. Oh mein Gott. Hat sie sich noch gekauft? Das habe ich wieder noch gekauft. Das ist der Horror. Weil wir sind dann in die Meiersche gelaufen. Das ist der Horror. Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Von Maya Angelou. Ja, da war die Elke wieder schuld. Die hat das vorgestellt. Aber das will ich tatsächlich auch lesen. Absolut, absolut. Ja. Das ist ein sehr autobiografisches Buch, der erzählt, da gibt es, glaube ich... Ich würde das auch gerne lesen. Ich glaube, es gibt 3 mittlerweile, ja, davon. Ja, genau. Ja, da sage ich es auch wieder, die Ilke ist schuld, genau. Immer Ilke. Geht halt um das Leben als Schwarzer. Und es geht tatsächlich um ihr Leben, wie sie halt groß wird. Und ja, und das wird dann auch so aufgeteilt. Ich meine, in 3 Büchern, genau. Ja, ich will das unbedingt lesen. Oh mein Gott. Ich würde das auch gerne lesen. Ja. Das habe ich mir tatsächlich nicht gekauft. Ja, ich hab's. Ach, guck mal. Gestärkt sind. Von Kané Minato. Das habe ich tatsächlich gelesen. Geständnisse. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, es ist ein sehr besonderes Buch. Doch, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mal ein Buch gelesen. Ich flippe aus. Ich habe es tatsächlich auch danach gelesen, nachdem du es gelesen hast. Ich fand es auch richtig gut. Es geht halt um eine Lehrerin an einer Schule und deren Tochter beim Schulschwimmen quasi ertrunken ist. Und, war es Schulschwimmen? Oder in der Schule im Schwimmbecken ertrunken ist. Es gibt da ein Schwimmbecken. Und die Polizei tut das halt als tragischen Unfall, ein tragisches Unglück ab. Aber die Mutter ist sich sicher, dass da welche der anderen Schüler hinterstecken. Und sie, macht jetzt so eine Art Mission. Diese Täter ausfindig zu machen und zu konfrontieren. Ja, genau. Genau. Ein sehr besonderes Buch. Ja, definitiv. Ich habe mich mit der Sarah von Alice im Bücherland ausgetauscht. Habt ihr getauscht? Gott, wir haben getauscht. Das habe ich auch noch nicht gelesen, Sarah. Ich weiß welches. Ja. Anna Gavalda, Zusammen ist man weniger allein. Sie hat mir sogar später noch den Film geschenkt. Und ich habe weder das eine noch das andere gemacht. Oh, Sarah, es steht drauf der Grache. Es geht um so 2 Einzelgänger. Einmal so ein Historiker, der so sehr krummelig und für Sicherheit lebt. Und dann Camille, die sehr künstlerisch begabt ist und in einer Putzfirma arbeitet. Und die begegnen sich. Und wahrscheinlich scheint das ein sehr berührendes Buch zu sein. Auf jeden Fall ist da die Sarah sehr begeistert von. Ja, und sie hat hier direkt den Film dabei. Ach doch, direkt. Ach guck, habe ich gedacht, später. Na, jetzt kommen sie. Jetzt kommen die Tauschsachen. Wir hatten so gewichtelt. Jetzt kommt. Ich habe Christine hat mich bewichtelt und die hat mir, glaube ich, 1000 Bücher geschenkt. Ich glaube 2. Ich glaube mehr. Waren es mehr?
glaube, ich weiß nicht. Ja. Ja, genau. Bonjour Tristesse von François Sargent. Mhm. Und ja, das habe ich mir tatsächlich aber nachher auch nochmal als Taschenbuchausgabe gekauft, weil das schon so eine antiquarianische, sehr antiquarianische Ausgabe. Buch war total lieb gemeint von Christine, aber es war so sehr, sehr befleckt. Und ich habe mir dann auch nochmal die neue Übersetzung quasi gekauft. Also die würde ich dann wahrscheinlich auch eher lesen. Genau. Da geht es ja um ein junges Mädchen, das irgendwie mit dem Vater in den Urlaub fährt. Er hat eine Freundin. Genau, diese neue Partnerin. Und da geht das so um diese Konfliktsituation zwischen den beiden. Ja. Ja. Ja, das will ich unbedingt auch lesen. Das stimmt auch. Ist auch so. Genau, mich hatte die Melanie gewichtelt. Martin Suter hat sie mir reingepackt, habe ich total vergessen. Die dunkle Seite des Mondes habe ich noch nicht gelesen. Ja, es geht um Urs, einen Wirtschaftsprofessor oder so, der auf die schöne Lucille trifft und zusammen essen die irgendwelche Pilze. Und dann haben sie irgendwelche Halluzinationen. Oh Gott. Ja, aber Martin Suter mag ich ja, ne? Deswegen, ja. Ich wollte die ja alle haben. Ja, ich habe noch einige da stehen und das ist auch noch nicht gelesen. Ja. Die dunkle Seite des Mondes. Wir haben übrigens noch nicht mal die Hälfte. Und wir reden viel zu schnell über die Bücher. Das, oh Gott. Ah, Saving Grace. B.A. Paris. Gelesen. Gelebt. Ich mochte es sehr gerne. Ja. Mega. Mega Thriller. Wie so ein kleines Steinchen, das vom Herzen fällt. Genau. Das nächste, was jetzt kommt, habe ich auch gelesen, das weiß ich schon. Es geht in dem Buch Saving Grace um Grace und Jack Angel und das ist so ein Vorzeigepaar. Nach außen ist das immer total, alles in Ordnung, sind sehr glamourös, die Wohnung ist tutti, alles schicki und ja, warum darf aber die Frau irgendwie nie alleine raus, die Grace, und warum bestimmt er, der Jack immer alles, und ja, da steckt ganz viel Böses da drin und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ah, ja, von Julie Bickult bis ans Ende der Geschichte. Das und das haben wir sogar als Gruppe gelesen. Ja, genau. Tatsächlich. Da hat die Melanie auch mitgelesen. Ja, die mitgelesen. Da haben genau die Leute mitgelesen. Ja, ist richtig. Genau. Und das war auch ein Buch, was uns allen das war toll. Total war gut richtig gefallen gut, hat. Richtig, also richtig unfassbar gut. Ergreifende Geschichte mit wirklich auch einer Überraschung. Ja, war wirklich gut. Das war richtig gut. Geht um Sage, die in einem Bäckerladen arbeitet, sehr für sich ist und sie begegnet irgendwann einem älteren Herren und mit dem freundet sie sich so ein bisschen an und um die Geschichte geht es dann von ihm. Ja. Und das war wirklich, das war mega. War mega. War ganz, ganz, richtig ganz intensives Buch. Tolles Buch. Ganz toll, ja. Ja. Auch Zweiter Weltkrieg. Ja, genau. Muss man sagen. Muss man sagen, es ist harter Tobak. Ja, nicht, man denkt erst so, ja, aber und dann hat es nicht ohne. Ist nicht ohne. Aber ich weiß noch, dass Christine damals schwanger war und ich noch gedacht habe, wie kannst du das jetzt lesen, weil das wirklich hart und Tobak war. Wirklich. Aber unheimlich gut, gut gemacht. Gut gemacht, absolut. Ja. Oh mein Gott. Troublemaker von Leah Remini. Das ist die Hauptdarstellerin von King of Queens, die Carrie gespielt hat. Und die ist ja bei Scientology ausgestiegen. Ja, das interessiert mich wirklich, krass, was sie zu sagen hat. Wir gucken auch gerade wieder King of Queens so ein bisschen. Ja. Deswegen finde ich das gerade gut. Habe ich aber jetzt schon echt lange jetzt hier liegen. Ja, muss ich lesen. Mein Mann wollte das auch lesen, glaube ich. Ja. Ist ja ein schlanker Schinken. Drei Bücher hat sie dir geschenkt, stimmt. Ja, das war das. Das war das, ne? Ja, und dann hat sie mir noch reingepackt den vierten und letzten Band der Barcelona-Reihe von Carlos Ruiz von Labyrinth, das Labyrinth der Lichter. Und das habe ich gelesen und das war richtig toll. Also es war ein richtig guter Abschluss. Man kann die ja alle einzeln lesen, das hat er ja immer gesagt, dass man in dieses Universum unterschiedlich eintauchen kann. Ich fand aber die Reihenfolge, die ich es gelesen habe, total gut und das hat super abgerundet und das fand ich richtig gut. Da kann ich auch nicht mehr viel zu erzählen, weil ist der vierte Band. Finde ich schwierig, da was zu erzählen, aber ja, mega! Ja. So, noch 20 Minuten. Oh Gott, das ist ja gerade die Hälfte rum.
Der hat dir noch was geschickt. Christine, du bist schuld. Christine hat mir noch zwei Bücher geschickt. Und dann hat sie die mir dann geschickt, weil sie hatte noch zwei angefragt, die ewig gedauert haben. Oh Gott. Christine Henner, wie Blüten im Wind. Das ist einer der ersteren Romane. Ich glaube, da habe ich mit Chiara mal überlegt, ob wir das zusammen lesen. Ach, und die Anfangssachen von Christine Henner. Ja, das war schwierig gewesen. Da hast du bis jetzt immer Pech gehabt. Es geht irgendwie um eine Frauenfreundschaft. Ich weiß es nicht. Ja, das müsste ich mal anlesen. Das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. So ein super Ding, was immer noch nicht gelesen ist. David Van, Aquarium. Wer hat das vorgestellt? Ilke. Ilke ist an allem schuld. Ja, die hat nämlich darüber geschwärmt. Ja, und da habe ich sehr lange habe ich überlegt, ob ich mir dieses Buch kaufen soll oder nicht. Und ja, das klingt auch gut. Genau, es geht um die 12-jährige Caitlin, die jeden Tag ins Aquarium geht, weil sie da immer wartet, bis ihre Mama sie dann abholt, weil sie dann fertig ist mit Arbeiten. Und sie trifft dann irgendwann auf einen älteren Mann, der die Fische auch so liebt wie sie, und die beiden freunden sich halt an und sie öffnet damit die Tür zur Vergangenheit ihrer Mutter. Die hat irgendwas so mit diesem Mann zu tun. Ja. Und das Ilke hat da sehr positiv damals angesprochen. Ich erinnere mich da auch. Jetzt kommt die Lindenlocke. Ich lasse das Handy schon fallen von lauter. Gut, davon haben wir eins gelesen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und eins habe ich schon aussortiert. Ach so. Glaube ich nicht. Oder? Ich glaube schon. Ja, das habe ich noch nicht aussortiert. Das hast du aussortiert, ja. Ne? Ja. Ja, das habe ich noch nicht aussortiert. Fünf Sterne für dich von Charlotte Lukas. Ja. Ja. Ach ja, da geht es um einen Protagonisten, der Rezis schreibt und die dann so schreibt, wie der Kunde das gerne hätte. Und dann trifft er, glaube ich, auf eine Autorin. Nee, die Klassenlehrerin der Tochter. Die Klassenlehrerin bewertet er auch irgendwie, ja. Oder? Genau, dann treffen die aufeinander, die will ihm halt dann ihre Meinung geigen und wahrscheinlich entwickelt sich daraus eine Liebesbeziehung. Naja, genau. Klar. Ja. Ich habe es hier noch liegen, Anja hat es aussortiert. Ich habe es tatsächlich schon aussortiert, ja. Ja, das haben wir zum Glück gelesen. Das haben wir gelesen. Von Julian Barnes, die einzige Geschichte. Das haben wir beide gelesen. Mhm. Ja, ich fand es, glaube ich, schlechter als du. Aber als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt, ich glaube, ich finde es doch ein bisschen besser. Wir haben sprechen über gemacht. Kann ich ja mal hier hinmachen. Genau. Wer ist noch interessiert, die einzige Geschichte. Weil du mir dann, glaube ich, noch Sachen gesagt hast, die ich nicht so gesehen habe. Ne? Ist ja oft so, dass Bücher nochmal gewinnen, wenn jemand da total begeistert war, dass man nochmal seine Meinung hört. Aber das ist halt schon, von der Ausgangssituation ist schon schwierig. Ja. Es geht halt um eine ältere Protagonistin, die sich in einen jüngeren Mann verliebt und die auch wirklich ihre Päckchen hat. Und wie er damit umgeht und wie das sein Leben bestimmt, das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Ja. Und es ist halt nicht so eine typische Liebesgeschichte, das ist halt auch mal der Punkt. Ja, ja, aber ja, da haben wir sprechen über. Genau. Wir müssen mal wieder ein Wir sprechen über. Ja, aber lange nicht. Haben wir sehr lange nicht gemacht. Fällt mir gerade noch so. Ja, das stimmt. Müssen wir echt mal wieder. Müssen wir mal wieder. Ja, definitiv. Machen wir. Ja, Alina Bronski, der Zopf meiner Großmutter, habe ich gelesen. Ich nicht. Konnte mich aber nicht so begeistern wie Babadunjas letzte Liebe. Genau. Das habe ich hier noch lieb. Geht es halt auch wieder um die Großmutter und so um den Großvater und der so ein Kontrollfreak ist. Und geht halt um alle möglichen Generationen wieder. Es war wieder sehr lustig auch geschrieben, in sehr sarkastischer Ton. Aber es hat mich jetzt nicht so. Also es war gut, ich habe es gerne gelesen, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. Ist auch schon mittlerweile tatsächlich auch aussortiert. Ich hab's noch hier liegen. Nur zur Info. Du hast dir was gekauft, Maike. Mensch, von Anja Jonuleit. Anja Jonuleit, Rahmenfrauen. Ja, da geht es irgendwie um eine Sekte tatsächlich. Das hat mich sehr interessiert. Genau, geht um Ruth und Christa. Das spielt 1959 und die sind kurz vor ihrem Abi,
nach ihrem Abitur, vor ihrem Abitur. Ja, und da geht es halt, dass sie jemanden kennenlernen, der zu einer Freikirche gehört, nämlich Colonia Digitat. Ich glaube, da gibt es Digitat. Ja. Da gibt es auch Dokus drüber, glaube ich sogar. Und es ist also schon mit einem realen Bezug. Mhm. Und das hat mich sehr interessiert. Die Doku ist, ich habe auch mehrere Dokus schon gesehen. Total krass. Ja, ja. Muss mir mal sagen, wo du die geguckt hast. Ja, sag ich dir Bescheid. Weil das interessiert. Ja, wir stellen ja eins nach dem anderen vor. Wir haben überhaupt nicht miteinander geredet. Ich dachte, wir plaudern dann noch, aber es kommt da ein Buch noch weiter. Ich muss ständig Pause drücken. Das ist sonst nie so. Nie. Ja, ich muss einfach durchschnaufen. Auf jeden Fall interessiert mich das aber auch total. Ja, das auch, weil das hört sich gut an. Wie sage ich dir dann, welche Dokus ich geguckt habe? Ja, weil das hab ich mir, ne, das hört sich wirklich sehr gut an. Sarah und Zoe, Rache in Marseille von Alexander Edgar. Ja, das ist so ein Krimi-Thriller. Ich hab's noch da, aber ich glaube, es würde aussortiert, wenn ich es mal in die Finger kriege. Es hat mich nicht wirklich angesprochen. Ja, ich glaube, es liegt hier irgendwo noch, aber das wäre was ich auch aussortieren werde. Oder ich würde es meinem Mann mal unterjubeln. Ja, oder so. Aber Sarah und Zoe, weiß ich nicht. Ja, spielt in Marseille und da geht es auch um Terrorismus und Terroristen. Ja, genau. Es ist ein Geschwisterpaar, die beiden, und die ermitteln da irgendwie oder was. Okay. Ja, hat mich nicht so angesprochen tatsächlich. Ja, wenn man den Himmel umdreht, ist da ein Meer von Tabea. Tabea Herzog. Ich hab's nicht lesen. Tabea Herzog, ja, weil da geht es um die Geschichte der Autorin selber und sie hat auch eine Nierentransplantation bekommen. Ach ja, das war die. Oh, das hört sich gut an. Von ihrem Vater ist sie transplantiert worden. Und da geht es auch so um ihre Krankheitsgeschichte, also wie sie das als Kranke empfunden hat. Und das hat mich halt total angesprochen, weil ich ja auch dann mal als Erkrankte wirklich die andere Seite gesehen habe. Und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Das hörte sich auch gut an, das weiß ich noch, das erinnere mich jetzt. Ja. Genau, Katrin Engberg, Blutmond, das ist ein zweiter Band und es ist bei der Anja ja schon eine Katastrophe. Und deswegen Katastrophe. Und der ist bei der lieben Sarah Sophie gelandet tatsächlich. Das spielt in Kopenhagen, ist so eine Krimi-Reihe, die sie da geschrieben hat. Die sollen total gut sein. Ja, spielt in Kopenhagen tatsächlich. Mhm. Ja. Ich hatte mal überlegt, ob ich mir den ersten Band kaufe, damit Sarah ich das fand dann den lesen gut, das kann. Weiß ich noch. Ja, damit ich das lesen kann. Ja, mal sehen. Aber bis jetzt noch nicht gemacht und nicht gelesen. Ja. Ich habe halt auch gedacht, bevor ich mich für den ersten Band hole, dann gibt es das. Ich habe da aber tatsächlich öfter mal dran überlegt. Ja. Nee, es soll gut sein. Ja, das soll eine gute Reihe sein. Soll eine gute Reihe sein. Von Diogenes Verlag. Ja, vom Diogenes Verlag. Mhm. Ich hatte eine Thriller-Phase. Aha. Ja. Mhm. Ja, so dunkel der Wald von Michaela Kastel. Der soll richtig gut sein. Der soll richtig gut sein, ist ein Thriller. Wo ist der? Keine Ahnung. Ich weiß bei den Büchern, die du gerade zeigst, überhaupt gar nicht, wo die sind. Doch, den einen weiß ich. Aber wo ist der? Den habe ich schon lange nicht mehr hier gesehen. Den müssen wir nachher mal suchen gehen. Ich habe nichts mitgekriegt. Wir stellen die euch gleich nochmal vor, die Bücher am Ende. Oh Gott. Es geht um zwei Personen, Ronja und Yannick, die entführt worden sind und die im Wald irgendwie gefangen gehalten werden. Und dann bietet sich tatsächlich die Möglichkeit zu fliehen und das beängstigt sie dann aber irgendwie so. Aber es waren viele begeistert davon. Mhm. Ich meine, ich hätte das auch irgendwem geschenkt oder auch in ein Wichtelpaket. Irgendwer. Ja, okay. Ja, ich weiß, im Moment weiß ich nicht, wo es sich in diesem Haus befindet, aber... Es wird hier irgendwo noch sein. Ich glaube nicht, dass es ausgezogen ist. Nee, das glaube ich nicht. Mm-mm. Was ist das? Die Zaren! Die Romanovs? Der zweite Teil. Ich ist das von diesen Romanovs? Nee. Die kommen ja auch noch. Die kommen auch noch. Die kommen aber, glaube ich, erst. Ja, die kommen noch. Von Martina Sahler, zweite Band ihrer St. Petersburg-Reihe. Der erste Teil habe ich gelesen und sehr gemocht. Ja, und das ist jetzt der zweite Teil, die Zaren und der Philosoph. Mit 1500 Seiten.
Oh, ja. Ja. Letztes Jahr, also 2018, habe ich den ersten Teil gelesen. Der hat mir wirklich gut gefallen. Es geht um die, da ging es um die Gründung der Stadt St. Petersburg. Und das spielt jetzt St. Petersburg 1762. Und das spielt direkt, nachdem die junge Katharina sich selbst zur Zarin gekrönt hat. Und ja, ich glaube, darum handelt das auch. Ich glaube, das ist auch nur... Ist nicht so dick? Zwei Teile. Na, doch, doch aber... Ja. Also, es, aber es ist, glaube ich, nur... Ich meine, ich glaube nur die Beine. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann... Ob es einen dritten Teil gibt, weiß ich. Ja, ist schon dick. Aber er ist, glaube ich, relativ groß gedruckt. Okay. Aber ich glaube, es gibt nur die zwei Teile, soweit ich so in Erinnerung habe. Der Lukas war im öffentlichen Bücherschrank und hat mir wieder Bücher mitgebracht. Ich weiß, was jetzt kommt. Hast du auch nicht gelesen? Nee. Richard Yates. Verrückte Lügner? Verliebte Lügner. Easter Parrot, Anja, hast du noch, das hast du auch, das hast du schon gelesen, aber das hatte ich Verliebte noch nicht. Lügner. Verliebte Lügner, noch nicht gelesen, steht noch im Schrank. Es geht um eine junge Prostituierte und einen Amerikaner und die erfinden Geschichten zusammen. Oh mein Gott. Eine Bildhauerin ist auch dabei. Es hört sich total weird an. Es hört sich völlig weird an, was ich da erzähle. Es hört sich total krude an. Er hat mir drei Bücher mitgebracht. Am wenigsten. Es spricht mich immer noch sehr wenig an. Warum steht es überhaupt nicht da? Ich wollte gerade sagen, was hast du alles für tolle Sachen aussortiert und die stehen doch da? Weiß ich auch nicht. Das dunkle Herz des Waldes. Oh Leute, was ist das denn wieder hier? Von Naomi Novik. Du bist nicht im Bild. Habe ich von meinen Kindern gekriegt. Ich kann nicht mehr. Die liebe Ruth von zwischen 1000 Zeilen hat da so von geschwärmt. Christine Schuld, Ilke, Ruth. Oh Gott. Es ist halt Fantasy. Oh, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Verliebte Lügner, aber ich auch schreiben. Wir sind jetzt bei mir! Entschuldigung! Ja, es geht irgendwie auch so Märchenhaftes. Es geht da um Agnieszka, die ihr Dorf und das Tal, in dem sie lebt, total liebt. Doch dann gibt es da auch einen Wald und da lauert eine böse Macht. Okay. Und nur ein Zauberer kann die unter Kontrolle halten und alle 10 Jahre fordert der ein Mädchen. Und eigentlich trifft es Kasia, Agnieszkas beste Freundin, dass sie jetzt gehen muss nach 10 Jahren. Der Drache, wir flippen wegen diesem Namen aus, ja. Agnieszka, weil wir den schön finden. Ja. Der Drache, der Zauberer ist, der den da irgendwie irgendwas, diese Macht da in Schach hält, der kommt dann ins Dorf und alle denken, Kasia muss gehen, aber er wählt Agnieszka. Aber das soll gut sein. Ja, das aber ich bin ja so gar nicht in Fantasy. Nee, ne? Ja, ich finde auch. Für ein Fantasy-Buch hört sich wirklich gut an. Ja. Ja, Richard Yates. Zeiten des Aufruhrs. Und das wurde verfilmt, ist richtig, Anja? Das wurde verfilmt mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Genau. Guck dir doch den Film an. Ja, ich denke auch. Alle Richard Yates. Ja, geht halt um ein Ehepaar, die von Europa träumen, von wilden Zeiten wollen raus. Aber sie sind sehr eingefahren in sich miteinander. Und die brechen dann aber doch irgendwie aus. Aber ich glaube, sie verlieren sich. Irgendwie so. Gesellschaftskritisch. Ja, der ist verfilmt, Anja. Ist richtig. Ja, ist richtig. Wir haben immer noch 6 Minuten. Das möchte ich Anja mal lesen. Du hast es zwei wieder auf. Ja, es sieht wirklich immer schön aus. Falling Fast von Bianca Isolvoni. Aber ich überlege, ist das nicht das, was ich schon gelesen hatte?
was neu aufgelegt worden ist, oder habe ich mir das nicht gekauft? Ich weiß nicht. Es geht, es ist auf jeden Fall New Adult und eine Liebesgeschichte von Bianca Iosivoni. Habe ich gesagt, wie es heißt? Falling Fast. Falling Fast, hast du gesagt, ja. Ich müsste mal gucken, was das ist. Mal sehen. Ja. So, Anja. Noch eins? Stuart und Nell. Das habe ich schon ausgesortiert. Ich glaube, das habe ich aussortiert. Genau, Stuart und Nan, eine gute Ehefrau. Und ich meine, das habe ich aussortiert. Das hatte ich ein paar Mal in der Hand. Und da du die anderen nicht aussortiert hast. Ja, weiß ich auch nicht warum. Weil ich von dem was gelesen habe, was mir gut gefallen hat. Ach so, war Easter Parrot gut, ne? Hm. Das weiß ich, warum ich es aussortiert habe. Geht um ein Pärchen, der Typ macht irgendwie Mist, bricht irgendwo ein, dabei stirbt auch noch jemand und kommt dadurch ins Gefängnis und sie scheint wahrscheinlich auf ihn zu warten. Keine Ahnung. Sie muss dann alleine sich durchkämpfen. Kümmern, ne? Um die Kinder auch? Oder? Ja, ich glaube schon, dass sie noch einen Sohn hat oder eine Tochter hat. Ja, ist weg. Das habe ich aussortiert. Ach, das hast du aussortiert? Das habe ich aussortiert. Das ist nicht dabei. Also ja, viel von Lilly Lucas, New Beginnings. Das ist ja Julia Hanel. Wir haben sie ja als Julia Hanel noch kennengelernt. Darunter kennt sie ja heute noch kaum mehr einer. Wir haben von ihr als Julia Hanel Bücher gelesen. Das ist dann tatsächlich jetzt die erste Band. Ich glaube, andere standen schon auf meiner Liste. Ja, also der ist eigentlich schon irgendwie drauf. Ich glaube, ich hab schon andere aufgeschrieben, aber das, ich glaube, das habe ich das nicht schon bezahlt sogar. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Müsste ich mal gucken. Ja, muss echt mal gucken. Aber das wollte ich immer mal lesen und habe es nie geschafft, weil davon sind ja wirklich viele begeistert. Ja. Jetzt auch von der neuen Reihe, die sie hat. Die spielt ja, weiß ich schon nicht mehr, aber habe ich jetzt Anka noch von reden hören, jetzt als Hörbuch gehört. Das soll einfach gut sein. So, ja, dass es so was Nettes für zwischendurch ist. So, ja. Und das hatte sie jetzt noch gesagt. Das habe ich, glaube ich, gestern erst bei ihr irgendwie im Video gehört. Ja. Sowohl viel Buch für zwischendurch, ja. Ich noch nicht. Hast du nicht? Meistens kommt es anders, wenn man denkt, Petra Hülsmann, seitdem hat die auch nichts mehr geschrieben und seitdem, also ich habe das nicht gelesen. Bist du sicher? Ja, habe ich nicht. Das letzte habe ich nicht gelesen. Du auch nicht. Du sagst es schon gar nicht mehr. Du bist durch, du erzählst schon gar nichts mehr von dem Buch. Ich weiß auch gerade jetzt nicht, worum es geht, aber das ist das Letzte, was sie bis jetzt rausgebracht hat. Dieses Jahr erscheint tatsächlich ein neues Buch von Petra Hülsmann. Sie hatte ja einen Burnout und sowas und war echt länger weg. Und das habe ich aber tatsächlich nie gelesen. Das Letzte nicht. Und du auch nicht, glaube ich. Hast du nicht gehört? Nee, glaube nicht. Ich dachte, ich habe die alle durchgehört. Ich gucke gleich mal, worum es geht. Ja, dann sagst du mir, ob es dir bekannt vorkommt. Sag ich dir das. Naja, das nächste habe ich auch nicht gelesen. Ach Gott. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte von Anne Freitag. Ja, ein Jungbuch. Das soll auch so toll sein. Soll toll sein. Es geht um Roadtrip und ja, soll ganz toll sein. Habe ich auch noch nicht gelesen. Oh Gott. Donna Douglas, die Schwestern aus der Steeple Street, ein neuer Anfang, als E-Book eingezogen. Das ist die neue Donna Douglas Riot gewesen. Aber die habe ich direkt mit der Chiara gelesen. Dann war es weg vom Soap. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Von Poppy J. Anderson, ein Song für Alexis, habe ich gelesen, war damals ein Rezensionsexemplar, geht so um eine Rockstar-Romance, genau. Gibt eine Rezension dazu sogar, wenn das jemanden noch interessiert. Ach ja, und von Adriana, Adriana hat da geschrieben als Adriana Jakob, tödliches Klassentreffen, das durften wir als Rezensionsexemplar lesen und das war... Wunderbar. Kommissar Raus, erster Fall. Was ein toller Typ. Ja, wunderbar. Ja. Ich muss unbedingt jetzt mal den zweiten. Zweiten, das habe ich auch gerade gedacht. Der zweite steht auch noch ungelesen im Regal. Ja. Oh Gott. Ich krieg das gar nicht mehr auf die Kette. Ich bin völlig erschlagen. Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber bei dir war es ja auch wirklich nicht wenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß es gar nicht. Ich muss jetzt mal zählen. 7. Ich kann euch nicht sagen, ich bin bestimmt bei über 10 wieder. Ja, bestimmt. Oder sogar. Ja. Oh Gott, Maike.
Ja, wir haben überhaupt nicht an das Bloggertreffen gedacht, an Litcom gedacht. Nee. Ach du Scheiße, aber was ich mir da noch alles gekauft habe. Und dann noch Lukas mit der Bücherschränke. Ja. Ja. Wir eruieren das jetzt und melden uns dann mit den Büchern zurück und schauen jetzt mal, wie viele bei mir wirklich draufstehen. Danke. Ja, gerne. Ja, dann sind wir jetzt zurück mit dem Resümee. Ich falle hintenüber, ey. Ich glaube, das ist so viel hatte ich noch nie. Komm, sag. Noch nicht mal nach der Love Letter, glaube ich. 22. Ach du Sch... 22? Ich hätte gedacht, so 12. Nein, 22. Ja, wir sind aber auch durchgerast. 22. Ja, das kannst du, Maike. Also da sind Bücher bei, ja, die ich euch jetzt vorstelle, die aber aus ziehen werden, also die ich wegsortieren werde. Da sind definitiv welche bei und die ich eventuell vielleicht mal anlesen würde, aber wo ich schon die Tendenz habe, dass ich die nicht lese. Also da sind, also ich werde jetzt nicht hier sagen, dass ich diese 22 Bücher behalten muss. Nee. Ja, soll ich mal anfangen? Ja, fang doch du denn. Ich habe 7. 7. Krass. 7. Finde ich auch schon viel. Ich habe gedacht, ich überhole mich heute mal so ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich meine 22. Krass. Aber da sind halt auch noch die von der Litblockcon, die du schon alle aussortiert die hast. Die schon aussortiert bei mir halt jetzt noch ich alle Ich habe ja drauf, auch schon aussortiert. Die sind bei mir halt noch alle drauf. Ja. Ah. Das ist das Blöde. Ja. Ja, ich fange mal an. Fang mal an. Ja, Leon und Louise von Alex Capuz. Das ist das Erste, was drauf ist. Mhm. Und da geht es ja um, ja, ein Mann und eine Frau zwischen den zwei Weltkriegen im Endeffekt, die aber nie, immer wenn sie sich treffen, ist es nie die richtige Zeit für ihre Liebe. Und ja, Anja fand das Buch so semi. Ja, es ist, also wenn ihr jetzt, also diesen Monat ist ja schon ein Video online gegangen, Bücher, die ich anders bewerten werde und da ist es ja dabei. Das ist dabei, genau. Und da wird Anja ja da auch noch was zu sagen und deswegen bin ich da sehr hin und her gerissen, ob ich das überhaupt lesen soll oder ob das nicht auch auszieht. Verstehe. Soll ich weitermachen? Ja, mach noch. Dann haben wir Die Wahrheit meines Vaters von Judy Picoult. Das ist ein älteres Buch von ihr auf jeden Fall schon. Ich glaube, das gibt es nur noch gebraucht oder so. Und da geht es um Delia Hopkins, die eine glückliche Kindheit verbrachte. Da hat sie nie dran gezweifelt, bis dann auf einmal eines Tages die Polizei ein schreckliches Geheimnis offenbart über ihre Familie und die Vergangenheit holt sie dann halt ein. Und schau doch mal. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Soll ich weitermachen? Nee, ich kann auch, wenn du möchtest. Ich hab halt 7. Ja, ich mach noch eins. Bis an die Grenze von Dave Eggers. Das geht um diese junge Mutter, die da irgendwie ziemlich in der Bredouille steckt. Deswegen habe ich es ja mitgenommen. Ja, damals, das hört sich wirklich die, gut an. Die irgendwie so gut wie alles verloren hat. Also sie ist alleinerziehend und irgendwie muss sie ihre Zahnarztpraxis aus Gründen schließen. Und dann ruft ihr Ex-Mann an und daraufhin flieht sie tatsächlich mit den beiden Kindern in einem Wohnmobil nach Alaska. Mhm. Es hört sich klar. Ja, das hört sich tatsächlich gut an. Ja. Ja. Ja, mein erstes Buch, was drauf ist, ist von Friedrich Arni, Nackter Mann, der brennt. Und ich habe gerade gesehen, es gibt es als Hörbuch, da freue ich mich gerade sehr drüber. Denn hier geht es nämlich um Ludwig, der 14 Jahre, mit 14 Jahren flieht er als Junge aus dem kleinen Dorf in Süddeutschland und landet in Berlin. Und Alkohol, Drogen und andere ausgefochtene Kriege schaffen es nicht, seine Erinnerung zu löschen. Weil es ist was sehr Schlimmes passiert damals in dem Dorf. Es geht wohl um einen Missbrauch an einen Spielkameraden und er kommt jetzt zurück und ist jetzt noch erneut damit konfrontiert. Und es soll ein sehr hartes Buch sein. Und ja, ich bin gespannt, hat der Lukas mir damals empfohlen. Ja. Steht drauf halt, ne?
Ja. Ich hatte dann noch mitgenommen Mit jedem Jahr von Simon van Boy. Genau, das soll ein berührender Roman darüber sein, wie man den einen Menschen findet, für den man bereit ist, sich einer größten Herausforderung zu stellen, sich selbst zu ändern. Da geht es nämlich um ein kleines Mädchen, das seine Eltern viel zu früh verloren hat und um ihren Onkel, der gebrandmarkt ist vom Leben und sehr zurückgezogen lebt. Und als Jason dann seine Nichte Harvey bei sich aufnehmen muss, bringt diese quasi auch die Freude in sein Leben zurück. Mhm. Aber hat mega Bewertung. Naja. Aber das heißt ja nicht immer was. Aber es hat richtig gute Bewertung. Und dann habe ich noch Gott wohnt im Wedding von Regina Scheer, was ich schon 500.000 Jahre lang lesen wollte. Und da geht es um den Stadtteil Berlin-Wedding. Und da steht in der Utrechter Straße ein altes Haus. Und die Bewohner sind alle irgendwie schicksalshaft mit diesem Haus verbunden. Nämlich zum Beispiel Leo, der nach 70 Jahren aus Israel nach Deutschland zurückgekehrt ist, obwohl er das eigentlich nie vorhatte. Dann seine Enkelin Mira, die Amir liebt, der in Berlin einen Falafel-Imbiss eröffnet hat. Und Laila, die gar nicht weiß, dass ihre Sinti-Familie hier einst mal gewohnt hat in diesem Haus. Und die alte Gertrud, die Leo und sein Freund Manfred 1944 in ihrem Versteck auf dem Dachboden entdeckt, aber nicht verraten hat. Mhm. Ja, es hört sich mega an, liegt schon viel zu lange hier. Sehr, sehr traurig, dass es schon so lange hier liegt. Das ist richtig. Ja. Ich habe dann noch von Sarah Schmidt Seht, was ich getan habe. Das hat mir ja diese Dame in dem Antiquariat hat sie dir sehr ans Herz gelegt. Genau. Da geht es um Lissy Borden, die ihren Vater blutüberströmt auf dem Sofa liegend vorfindet, genauso wie ihre Stiefmutter. Und die beiden wurden mit einer Axt hingerichtet. Und es gibt eindeutige Spuren, die auf sie führen. Und jetzt ist die Frage, was ist damals 1892 am 4. August in diesem Haus passiert? Und das ist ein wahrer Fall, das macht es natürlich wieder total brisant, der nie aufgeklärt worden ist. Und ja, das wird in diesem Buch erzählt. Gibt es auch als Hörbuch. Ah. Ich habe noch Bonjour Tristesse von François Sagan da drauf. Das ist ja eher so einer der Klassiker der Literatur. Es geht um Cécile, einen launischen Teenager, die ziemlich scharfsinnig und verdammt manipulativ auch ist. Und sie soll mit ihrem eitlen Vater den Sommer verbringen und der hat seine junge, einfältige Geliebte Elsa dabei und sie verbringen die Zeit in einem Haus an der Côte d'Azur. Und Cécile gelingt es, die Erwachsenen gegeneinander auszuspielen und den Aufenthalt nach ihrem Geschmack zu gestalten. Ja. Mhm. Und da taucht aber jemand anders noch auf und ergibt sich da irgendwas ist da, genau. Gutes raus. Genau. Mhm. Ja, und dann noch Troublemaker von Leah Rimini. Das hatte mir dann alles die Christine geschenkt. Da geht es um die wahre Geschichte oder die Biografie von Leah Rimini, die ja bei King of Queens die Carrie gespielt hat. Sie war lange bei Scientology und ist dann ausgestiegen und da berichtet sie über ihre Erfahrung mit dieser Sekte. Und dann mache ich auch noch Wie Blüten im Wind von Christine Hanna, so heißt sie. Und das ist eins ihrer älteren Bücher und da geht es um eine Frauenfreundschaft irgendwie und wie die all die Jahre so überstehen. Da müsste ich zum Beispiel auch mal reinlesen, ob das überhaupt ist. Ja, gerade weil du auch die Erfahrung gemacht hast. Weil die älteren Bücher von Christine Hanna immer so, weiß ich nicht, waren und mal sehen. Das nächste Buch ist aber, was ich auch wirklich schon sehr lange lesen wollte und das echt traurig ist, dass ich es nie getan habe. Aquarium von David Vann. Und da geht es um ein Mädchen, die 12 Jahre alt ist und jeden Tag in dieses Aquarium in der Stadt geht, weil sie dort auf ihre Mama wartet, bis die mit der Arbeit fertig ist. Und sie liebt diese Fische, die da zu sehen sind und verbringt halt, wie gesagt, jeden Tag da und lernt dann einen älteren Mann kennen und freundet sich auch mit dem an, weil er die Fische genauso liebt wie sie und öffnet damit die Vergangenheit ihrer Mutter. Mhm. Also irgendwas ist da mit dem Mann und ihrer Mutter. Das hört sich mega an.
Ja, ich habe auch ein Buch, was ich auch schon längst gelesen haben wollte, und zwar von Maya Angelou. Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Das ist ja so ein bisschen autobiografisch. Maya Angelou ist ja die Ikone der afroamerikanischen Literatur, und hier schildert sie halt ihr Aufwachsen, denn sie wächst nämlich im kleinen Kramerladen ihrer Großmutter am Rande einer Baumwollplantage auf, und für sie ist das ein Ort des Zaubers und des Spiels, aber alles inmitten von schwarzer Gemeinde und von Hass und Armut und diese Gegensätze, die Maya da erkennt, ne? Zwischen Schwarz und Weiß und was es bedeutet, als schwarzes Mädchen groß zu werden. Und da gibt es ja mittlerweile, glaube ich, 3 Bücher, wenn ich mich richtig im Kopf habe. Und das ist jetzt sozusagen der Auftakt. Sehr gut. Ja. Dann kommen jetzt diese Litblockhorn-Bücher, die Anja alle schon aussortiert hat und bei mir aber noch sind. Und gelesen. Ich habe auch was gelesen davon. Was denn? Ach, den Zopf habe ich gelesen. Genau. 5 Sterne für dich von Charlotte Lukas. Das ist übrigens das Pseudonym von Wiebke Lorenz, unter dem sie da ihre etwas romantischeren Sachen schreibt. Dann geht es dann um Konrad, der als Beruf bezahlte Bewertungen schreibt. Und auch in seinem eigenen Leben bewertet er alles mit Sternen. Und die Lehrerin seiner Tochter, die hat gerade mal 2 von 5 Sternen, und die möchte ihm jetzt eine Lehre erteilen, Pia. Und da kommt es ihr richtig gut, dass er der Elternvertreter wird. Und deswegen quält sie ihn dann mit verschiedenen furchtbaren Aufgaben. Und dann wird aber einer der Schüler gemobbt und Konrad erweist sich als Hilfe. Und dann auch noch von der Litblockhorn der Zopf meiner Großmutter von Alina Bronski. Mhm. Den hat Anja gelesen, fand ihn nicht so. Nee, hat mich nicht so begeistert. Es war okay, war was Nettes für zwischendurch, war mittelmäßig. Aber nicht so begeistert wie das andere Buch von ihr. Worum geht's da nochmal? Auch wieder, die Thematik ist immer relativ ähnlich. Ne? Es ist auch um die Großmutter und den Großvater, wie die zusammen leben, wie die miteinander sind, und die Enkeltochter. Geht halt um eine familienübergreifende Geschichte, Generation, jetzt im Hier und Jetzt. Ja. Ja, genau. Möchtest du mal eins einwerfen? Kann ich machen. Und zwar von Anna Gawalda. Zusammen ist man weniger allein. Habe ich ja von der lieben Sarah bekommen. Die mag das total gern, das Buch. Und das ist auch mega bewertet, sehe ich gerade. Und hier geht es um Philibert. Er ist ein historisches Genie, ist aber schon so zurückgezogen. Sobald er mit Menschen reden muss, fängt er an zu stottern. Und Camille, eine junge Frau, magersüchtig, aber sehr künstlerisch begabt, arbeitet in einer Putzkolonne. Und die treffen dann irgendwie aufeinander, und da entsteht halt irgendwas zwischen den beiden, und das soll sehr, sehr ergreifend sein. Da bin ich gespannt. Geh mit Aura zur Probe. Dann habe ich noch drauf Rahmenfrauen von Anja Jonuleit, und da geht es ja um 2 Freundinnen im Jahr 1959, die kurz vor ihrem Abitur stehen und während eines Abends beim Baden Erich kennenlernen. Der gehört zu einer freikirchlichen Gruppe von Christen, die dort ihr Zelte aufgeschlagen haben, die da ein Zeltlager machen, und das ist eine Sekte. Und die beiden verlieben sich dann in Erich, und das bringt da ganz viel ins Rollen. Colonia, okay. Digidat. Ja, glauben Sie das. Genau. darum geht dieses Buch. Mhm. Dann habe ich noch Sarah und Zoe, Rache in Marseille von Alexander Oetker. Das war dieser Krimi-Thriller, der in Marseille, wie gesagt, spielt und wo es um Terrorismus und sowas geht. Ich glaube, der wäre auch einer der Kandidaten, der sofort gehen würde. Ja. Dann, wenn man den Himmel umdreht, ist da ein Meer von Tabea Herzog. Das ist eine wahre Geschichte von Tabea Herzog, die eine Nierentransplantation brauchte, und ihr Vater hat ihr eine Niere gespendet, und das Buch handelt quasi von dem Krankenhausaufenthalt und wie sie sich so gefühlt hat als erkrankte Person. Mhm. Ja. Das hört sich auch total gut an. Dann noch Blutmond von Katrin Engberg. Das ist der zweite Teil ihrer Kopenhagen-Krimi-Reihe. Wie gesagt, da habe ich den ersten nicht. Ich war mal drauf und dran, ob ich mir den mal ertausche, kaufe, weiß ich nicht. Bin ich aber irgendwie immer wieder von abgekommen. Wahrscheinlich würde der auch rausfliegen. Mhm. Möchtest du noch eins machen? Ich habe noch von Martin Suter Die dunkle Seite des Mondes. Ich wollte mir alles zusammensammeln. Wobei das jetzt von der Geschichte mich am wenigsten anspricht, muss ich sagen.
Ich finde auch gerade nichts, was zusammenpasst. Es ist eh so weird. Geht um zwei, ich weiß nicht, was, eine war älter, die andere war jünger, ich weiß nicht genau, um so ein Pärchen und die nehmen Pilze zu sich, die eine halluzinogene Wirkung haben. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, was da genau geht, weil ich finde hier nichts, es steht einfach nicht drin. Ja, also er schreibt ja gut, ne? Also das ist ja das. Ich habe ja damals auch das gelesen, wo es eine Protagonistin gab, mir fällt gerade der Name nicht ein, die Farben schmecken konnte. Ja, ja, das ja, halt, ja, ne? Ja. Und das hat mich ja auch... Farbe lila? Nee, lila war was anderes. Komme ich jetzt auch nicht drauf. Ist egal. Egal. Aber das hat ja auch gut gemacht. Also ich, deswegen, also so ganz abtun tue ich es nicht, weil... Manchmal steckt da ja echt eine Geschichte hinter und nur weil der Klappentext jetzt nicht so aussagekräftig ist, da will ich auf jeden Fall reinlesen. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich noch So dunkel der Wald von Michaela Kastel. Der war mal sehr gehypt, dieser Thriller, war sehr empfohlen von vielen. Und Ronja und Yannick sind entführt worden, als Kinder von einem gewissenlosen Entführer und tief in den Wald verschleppt worden. Und eines Tages gerät da aber irgendwie die Situation außer Kontrolle und die lang ersehnte Freiheit ist zum Greifen nah, doch was so lange irgendwie so ein Wunschtraum war, ist plötzlich mit Angst überschattet und die Jagd auf sie hat auch bereits begonnen. Ja, das war mal sehr angepriesen. Ja, ne? Definitiv. Auf jeden Fall. Genau. Und dann habe ich noch Die Zaren und der Philosoph drauf. Das ist der zweite Teil der Dilogie, glaube ich, von Martina Sala. Über St. Petersburg. Mhm. Und da geht es um die junge Katharina, die sich nach einem Putsch selbst zur Zarin dann krönt. Das war 1762. Und die hat natürlich dann ganz viele Missgönner und aber auch Bewunderer. Und der Preußenkönig Friedrich, der Große, schickt dann einen jungen Philosophen als Spion in den Kreml quasi, in den Winterpalast, nicht den Kreml, in den Winterpalast. Und der soll halt über Katharinas Pläne berichten, aber er verfällt ihr halt und okay. Ja. Der muss sich dann entscheiden, was er tut, ne? Alles genau, klar. Das ist der zweite Band, genau. Ich habe dann noch von Richard Yates Verliebte Lügner. Und da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube, das wird auch ausziehen. Das hört sich von der Story einfach nicht so an. Und zwar geht es da um eine völlig untalentierte Bildhauerin, die fürs Weiße Haus den Roosevelt in Stein meißeln darf. Und das als ihre Chance ihres Lebens sieht. Und es geht um einen unerfahrenen GI, der vergeblich versucht, in Paris... der Nachkriegszeit seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Ach, ja. Und um eine junge Prostituierte, die zwanghaft lügt. Keine Ahnung. Aha. Es hört sich völlig weird an. Und ich glaube, das zieht aus. Bin mir eigentlich relativ sicher. Auch wenn ich die Schreibart von ihm, den Schreibstil, echt mochte bei Easter Parade. Aber ich habe ja noch das andere drauf. Das wird es wahrscheinlich gelesen, genau. Ja, ich habe noch drauf Das dunkle Herz des Waldes von Naomi Novik. Das haben mir meine Kinder zum Muttertag damals geschenkt. Total nett. Total süß. Ja. Und es ist Fantasy. Und da hat die Ruth so von geschwärmt. Und dann geht es um Agnieszka. Und die liebt ihr Dorf und ihr Tal sehr, in dem sie lebt. Doch jenseits des silbernen Flusses im dunklen Wald lauert eine böse Macht. Und nur der, in Anführungsstriche, Drache, also ich glaube, es ist kein richtiger Drache, ein mächtiger Zauberer, kann sie unter Kontrolle halten. Dafür fordert er halt alle 10 Jahre ein Mädchen, das ihm dienen muss. Und der Zeitpunkt der Wahl naht und alle wissen, dass es Kasia treffen wird, weil die halt so schön ist und so toll, anmutig und tapfer. Und die ist die beste Freundin von Agnieszka. Und genau das Gegenteil von ihr. Und als der Drache kommt, entscheidet er sich aber für Agnieszka. Richtig. Genau. So sieht's aus, Freunde. So dann habe ich noch von Richard Yates, wie gerade erwähnt, Zeiten der Aufruhr und das möchte ich auf jeden Fall lesen. Wurde ja auch verfilmt mit meinen, ich mag die total gerne als Paar. Ich hätte auch noch eins machen können. Ach, dachte, du warst dann durch. Nee.
Ich erzähle es trotzdem. Ja. Wurde ja verfilmt mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Ich liebe die ja zusammen, die zwei. Hier geht es so ein bisschen um die Suche nach dem Leben ohne Kompromisse. Denn April und Frank Wheeler sind ein junges Paar mit großen Plänen und Ambitionen. Und sie sehen sich selbst so als Individualisten und wollen halt dieser prüden Gesellschaft der 50er Jahre entkommen. Und das gelingt ihnen nur so mittelmäßig. Und das möchte ich unbedingt lesen. Sehr gesellschaftskritisch. Und das war ja auch damals die Stimme der 50er in Amerika, Richard Yates. Deswegen, also das muss. Ja, wann auch immer, aber es muss. Dann habe ich noch Falling Fast von Bianca Iosivoni. Der erste Teil, glaube ich, auch einer Duologie von Hayley und Chase. Und es geht um Hayley und Chase. Hayley hat sich nämlich immer zu Hause verkrochen und nun hat sie den Plan, dass sie mutig sein will und sich Dinge trauen will. Und sie lernt Chase kennen und verliebt sich in ihn. Und ja. Mhm. Dann New Beginnings von Lily Lucas, auch der erste Teil ihrer Green Mountain-Reihe. Da geht es um ein Mädchen, was ihr Au-pair macht, glaube ich. Ich meine auch. In Australien oder so? Mhm. Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, Au-pair meine ich ist richtig. Ja. Au-pair ist, glaube ich, richtig. Ja, ne? Ich glaube schon. Green Valley habe ich gesagt, ne? Ist richtig, ja. Genau, als Au-pair in den USA, dahin geht Lily Lucas mit Lena und Ryan. Genau, also Lena geht als Au-pair in die USA und trifft dort auf Ryan. Genau. Und das ist der erste Band der Reihe. Und dann habe ich noch drauf von Petra Hülsmann. Meistens kommt es anders, wenn man denkt. Das ist der sechste Band. Die kann man ja alle getrennt voneinander lesen. Der sechste Band der Hamburg-Reihe. Und da geht es um Nele. Die hat von der Liebe die Nase gestrichen voll. Ihr neuer Job bei einer angesagten Hamburger PR-Agentur soll ab jetzt an erster Stelle stehen. Und Inhaber Klaas betraut sie mit der Image-Kampagne für den Politiker Rüdiger Hoffmann Klasing, dessen Umfragewerte tief im Keller sind. Aus gutem Grund. Siehste! Ich dachte, jetzt kommt es mit dem Fußballer. Nein, der Fußballer ist der zweite. Ja, ja. Nee, vielleicht sollte es sich nein, so anders. Nein, das ist der zweite Teil. Ja. Wie sie bald herausfindet. Darüber hinaus beschließt ihr kleiner Bruder Lenny, der das Down-Syndrom hat, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Das kenne ich nämlich definitiv nicht. Das kenne ich auch noch nicht. Und Anja auch nicht. Nein. So. Ja, ist gut. Nee, das habe ich nämlich irgendwie immer weiter hinten angestellt. Weiß ich auch nicht. So, und dann als letztes noch Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte von Anne Freitag. Habe ich auch noch nicht gelesen. Und es geht um Rosa und Frank, die sich zufällig am anderen Ende der Welt begegnen. Vielleicht soll es auch einfach so sein, dass sie sich begegnet. Und sie sind sich ähnlich und doch grundverschieden. Zusammen sind sie nur weniger allein, sind sie nicht nur weniger allein, sondern ziemlich nah dran, vollständig zu sein. Und sie beschließen dann, gemeinsam weiter zu reisen und kaufen einen alten Camper. Doch dann taucht unerwartet Franks bester Freund David auf und mit ihm ändert sich dann auf einmal alles. Oh Gott. Kriegt ihr doch nie alle hier rein in mein Buch. Oh Gott. Musst du so einen Zettel wieder dran? Ja, ich hasse es. Ich finde das ganz schrecklich. Ich wollte das nie wieder. Ich weiß. Ja, aber eigentlich ist doch gut, dass man jetzt weiß, dass man so wahrscheinlich nicht mehr eskaliert. Nee. Also, dass sich schon im Kaufverhalten was verändert hat. Oder? Also bei mir hat sich definitiv was verändert. Ich würde das nicht mehr, also ich hätte die nicht mehr so gekauft, die Bücher. Also ich habe, ich weiß nicht, wie ich darüber geredet habe, zur Leipziger Buchmesse, aber so Wühltischaktion. Ja, gar nicht mehr. Das macht man nicht mehr so, ne? Nee, gar nicht mehr. Das macht man echt nicht mehr so. Deswegen, da bin ich auch. Aber gut, man ist natürlich in so einer Gruppe. Aber das Problem, ich wollte es gerade sagen, das Problem ist die Gruppe. Dann empfiehlt einem was einer, dann sagt da einer, komm dir mit. Da kommt da so eine Frau und sagt, eigentlich soll's kaufen. Sie kaufen das jetzt! Ja, das ist halt, ja, ne? Das ist das Ding. Aber ich hatte da jetzt nicht mitgerechnet. Ich war so gut unterwegs. Ich hatte so gut unterwegs. Ich hatte gedacht, gerade weil wir zurückfahren. Aber weißt du was? Es ist genau die Zeit, wo es anfängt.
Da waren die Blogger-Treffen, da ging es dann los. Da habe ich wahrscheinlich, jetzt ist mein Untergang, ich sag's euch. Jetzt ist mein Untergang. 2018 war noch schön. Jetzt ist es vorbei. Sag mal, wie es ist, ne? Und, man kommt nicht umsonst auf einen Sohn von 200. Nein. Claudia ist immer noch geschockt. Ja. Es tut mir leid. Ich auch. Ja gut, ihr Lieben. Kennt ihr eins der Bücher, die wir jetzt hier für die Rache lesen müssen? Dann schreibt es gerne unten rein. Was sollen wir behalten? Was sollen wir aussortieren? Genau. Was könnt ihr uns einen Ratschlag geben? So sag nach was? Dem Motto, vergiss es direkt oder auf jeden Fall. Schreibt es uns alles unten rein. Genau. Ja. Wir sind etwas sprachlos. Ja, geschockte Menschen. Lasst ihr zurück. Mhm. Aber was sollen wir machen? Es geht weiter. Könnt es ja noch nicht ändern. So. Wir wussten, was uns blüht. So ist es. Bringt ja auch nichts. Bringt ja nichts. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Habt einen guten Start in den Monat. Ja. Juni. Richtig. Wo wir uns zu einer neuen Rache sehen werden. Und da geht's auch wieder rund. Von mich was. Bis dann. Bis dann. Tschüss.